Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel gegen Holstein Kiel. Ich begrüße dazu an meiner Seite ganz herzlich die beiden Trainer von Holstein Kiel, Tim Walter, genauso wie unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und Herrn Walter gebührt als Gästecoach das Fazit zum Spiel. Bitte schön. Abend erstmal allerseits. Ich glaube, dass man besser ins Spiel nicht kommen kann. Wir hatten ein paar richtig gute Chancen über außen, sind dann nicht konsequent genug gewesen, machen dann trotzdem das 1-0. Und dann, wie es so kommen sollte, schenkt man das Spiel eigentlich schon her. Beim ersten Tor war das eine Verkettung von einzelnen Zweikämpfen jedes einzelnen Spielers. Ob das der Außenverteidiger, der Sechser oder der Innenverteidiger ist, wie gesagt, war eine Verkettung. Beim zweiten haben wir gefühlt vorher 2 Minuten den Ball und machen so einen Fehler, darf einfach nicht passieren. Steht 2-1, dann haben wir in unserem Spiel zu wenig Tempo drin, einfach zu viele Kontakte, zu wenig Tiefe. Trotzdem, wie sich jetzt auch am Ende herausstellt, haben wir über 80% Ballbesitz. Und ich glaube, dass es mehr als verdient ist, dass wir dann am Ende noch einen Punkt holen. Alles andere wäre sehr, sehr unverdient gewesen. Und von daher war ein Punkt für uns der Moral, aber leider zu wenig. Vielen Dank. Frank, dein Fazit. Ja, da schließe ich mich an. Es war eine sehr gute Auftaktphase von Holstein Kiel. Bei uns genau das Gegenteil. Wir haben Anstoß gehabt und haben uns da schon im Spielaufbau verzettelt. Haben dann so 2-3 Aktionen über unsere linke Seite gehabt, die wir tatsächlich ja, erstmal überstehen mussten. Dann kam es zum Eckball, gut zurückgelegt in den Rückraum und von dem sehr gut reingeschlagen. Da sind wir nicht konsequent zum Ball gegangen. Das hat dann gepasst für die Anfangsphase. Das war dann sicherlich auch nicht unverdient. Und dann muss man der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Ich finde, wir haben astrein gekontert, haben sehr schön ausgespielt, inklusive dem Abschluss. Auf einmal waren wir 2-1 dann in Führung, weil wir dann eben auch mit diesen Balleroberungen was anfangen konnten. Kiel hatte heute deutlich mehr Ballbesitz, war unheimlich schwer für uns heute gegen dieses Aufbauspiel, gegen dieses Übergangsspiel ins Pressing zu kommen. Das hat Kiel, muss man wirklich sagen, richtig gut gemacht. Trotzdem war es so, dass wir auch in der ersten Halbzeit sogar noch 1-2 Möglichkeiten hatten, in Kontersituationen da vielleicht sogar noch ein Tor zu machen. Zweite Halbzeit hat man kaum noch Entlastung, war ein Kampf von uns in der Defensive. Und wenn man dann am Ende, wenn dann noch ein Tor fällt, man schießt selber, dann ist es bitter für uns. Und ich glaube, wenn man dann diese Abwehrschlacht nach Hause bringt, dann hätte man auch den Sieg verdient gehabt. Aber so ist es im Fußball. Im Hinspiel haben wir uns geärgert, dass wir kurz vor Schluss 2 richtig gute Möglichkeiten nicht genutzt haben, mit dem Punkt zufrieden gewesen sind. Heute hatten sicherlich auch Kiel dann auch verdient aufgrund dann auch dieser Art und Weise, wie sie hier gespielt haben. Wie gesagt, war ein schweres Spiel für uns. Ich kann mit dem 2-2 leben heute. Und es ist ganz einfach, wir haben ein paar Dinge nicht so optimal gemacht, vor allen Dingen gegen den Ball nicht. Und das können wir ein paar Tage schon wieder besser machen und nehmen einen neuen Anlauf auf 3 Punkte. Dankeschön. Danke, Frank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Keine Fragen an die Trainer. Dann besten Dank fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.